Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu den 9. wirtschaftspolitischen Gesprächen des Ostinstitut Wismar. Das offizielle Titel ist das Institut für Wirtschaft und Recht im Ostseeraum mit dem Schwerpunkt Russland und der ehemaligen Sowjetrepubliken. Ich grüße Sie sehr herzlich und begrüße ganz besonders herzlich den Herrn Botschafter, Exzellenz. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute an dieser, wie wir finden, wichtigen Veranstaltung, weil es eben doch ein großes Interesse an Ihrem Land gibt, dass Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. Ich begrüße auch sehr herzlich Herrn Leros, er ist Mitglied des Rechtsausschusses der Werchowner Rada, und ich begrüße seine Kollegin, Frau Walodina. Sie ist Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Werchowner Rada. Ich begrüße außerdem natürlich sehr herzlich Herrn Wiese, den Beauftragten der Bundesregierung für Osteuropa und Zentralasien. Und ich begrüße Frau Grabe, sie ist stellvertretende Leiterin der OECD in Kiew. Ihnen und Ihnen allen, auch weiteren, die Sie noch kennenlernen werden, aus unserem eigenen Institut, und begrüße ich sehr herzlich und bedanke mich für die Teilnahme. Wir haben diese Veranstaltung unter einen fast journalistisch einfachen Titel gesetzt: Neuer Präsident, neues Parlament, neue Ukraine, alles mit Fragezeichen, nein, das Letztere mit Fragezeichen. Es spricht aus unserer Sicht ja einiges für einen Neuanfang der Ukraine. Der Präsident wurde am 21. April 2010 mit sehr großer Mehrheit gewählt, und er steht ausdrücklich für einen tiefgreifenden und weitreichenden personellen und inhaltlichen Neuanfang. Im Juli wurde dann ein neues Parlament gewählt, und diese Wahl hat die Partei des Präsidenten, Diener des Volkes, zu einem sehr großen Erfolg mit der absoluten Mehrheit der Sitze in der Rada geführt. Da in der Rada nur eine Kammer, also keine zweite Kammer, existiert, bedeutet dies doch eine Konstellation sehr großer, auch politischer Möglichkeiten für die neue Führung, sowohl für den Präsidenten als auch für das Parlament. Dabei sind natürlich, wie wir alle wissen, die Probleme der Ukraine gewaltig. Wir haben nach wie vor zu tun mit der russischen völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Wir haben zu tun mit einem Krieg, der bisher über 13.000 Tote gefordert hat. Eine Lösung dieses Problems ist bislang nicht in Sicht. Es gibt einen grundlegenden Kontrast zwischen der Politik der Ukraine und Russland. Auf der einen Seite das ukrainische Staatsziel eines Beitritts zur EU und zur NATO, und spätestens mit dem Letzteren gibt es einen offenen Dissens zwischen, einen grundlegenden Dissens zwischen Moskau und Kiew. In wirtschaftspolitischer Hinsicht hat das Land einige Reformen hinter sich. Man muss sehen, die Ukraine war mal die stärkste Volkswirtschaft im Verbund der Sowjetunion. Sie hat natürlich mit dem tiefgreifenden Wandel in den Jahrzehnten seither, dem Übergang in eine marktwirtschaftliche Ordnung, alle Aufs und Abs mitgemacht, die solche Veränderungen auch jeweils bedeuten. In wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht war sicherlich die große weltweite Finanzkrise auch für die Ukraine unter diesem Aspekt die gravierendste Herausforderung, und hat das Land erneut noch einmal in große Herausforderungen oder auch in tiefe Probleme gestürzt. In den letzten 3 Jahren hat es hier eine Erholung gegeben. Es hat auch durchaus erfolgreiche Reformen haben stattgefunden, auch unter Präsident Poroschenko, im Gesundheitswesen beispielsweise, auch im Bankenwesen. Nicht zu vergessen auch die Stabilisierung, der Aufbau der Streitkräfte. Es hat wirtschaftliches Wachstum gegeben, mit 2% in diesem Jahr erwartet, vielleicht sogar 3% wirtschaftlichem Wachstum. Für Deutschland sind das hohe Zahlen, für die Ukraine ist das zu wenig, um die Schwächen über Jahrzehnte aufholen zu können. Man muss offen sagen, dass in wirtschaftspolitischer Hinsicht auch in der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern durchaus noch Luft nach oben ist.
Direktinvestitionen aus der Europäischen Union und auch aus unserem Land in der Ukraine haben nicht den Stand, den sie erreichen müssten. Das Land hat eine Pro-Kopf-Leistung im Rahmen des Bruttosozialprodukts, das sich um 3.000 Euro pro Kopf bewegt. Das ist dramatisch wenig im europäischen Vergleich. Also wir haben dort erhebliche Aufgaben vor uns. Und ich selbst glaube, dass wir in Deutschland bei allen Problemen, die wir zurzeit in Deutschland wälzen, wie auch weltweit die Klimaerwärmung, die uns herausfordert, die Konflikte in Nahost und Mittelost, es sind immer wieder neue Herausforderungen, die aber die Aufmerksamkeit, die wir schuldig sind in Europa, der Ukraine, nicht verdrängen sollten. Das heißt, wir können durchaus, denke ich, aus deutscher Sicht mehr beitragen zu einer weiteren Stabilisierung der Situation in diesem Land. Ich freue mich über die Diskussion, über diese und weitere Fragen. Professor Steininger wird gleich zum weiteren Ablauf all das Notwendige erklären. Ich selbst würde nur gerne Herrn Leros bitten, dass er zur Lage des Landes aus seiner Sicht, ich habe ja gesagt, Herr Leros ist Mitglied des Rechtsausschusses, er berät auch den Präsidenten in diesen Fragen, zur Lage des Landes einige Bemerkungen macht. Und dann würde Herr Professor Steininger zum weiteren Ablauf Ihnen Aufschluss geben. Und dann steigen wir in die Diskussion ein in drei größeren Runden, mit denen wir hoffen, ein bisschen beitragen zu können zur Aufhellung der Situation politisch, wirtschaftlich und rechtlich. Das ist das, was Sie vor uns haben. Nochmal herzlich willkommen.